Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar geht es heute um die Frisur, nachdem so viele gefragt haben, nach der so viele gefragt hatten. Und zwar war das einfach, also meine Haare waren ähnlich wie diese, und zwar richtig Bad Hair Day. Also die sind so strähnig, die sind überhaupt nicht gewaschen. Und genau das ist das, was ihr wirklich für diese Frisur braucht. Ihr braucht Trockenshampoo. Es ist egal welches. Ich habe das von Aussies, das Miracle Dry Shampoo. Es ist wirklich egal, das, wo ihr halt am meisten mit zurechtkommt. Dafür brauchen wir eine ganz schöne Menge. Und dann brauchen wir noch unser Kistchen, wo wir unsere Bobbypins immer drin aufbewahren, weil sie ja dann so nie verloren gehen. Ja, genau. Ich habe einen leichten Frosch im Hals, aber ich würde sagen, wir fangen mal direkt an und ich versuche die Frisur so gut wie möglich hinzubekommen, wie ich sie das letzte Mal auch hatte. Und zwar habe ich mir die Haare einfach wirr abgeteilt und mir dann einfach von dem Trockenshampoo immer auf den Ansatz was gegeben. Vergesst nicht, hier, da wo der Scheitel aufhört, da habt ihr auch verdickte Haare. Genauso wie hier unten auch. Es kann nämlich ziemlich unschön aussehen, wenn ihr einen Zopf habt und das oben sieht frisch gewaschen und das untere sieht irgendwie aus. Ich hab jetzt leider nur das Display als Spiegel, deswegen wundert euch nicht, wenn ich da die ganze Zeit reingucke. So, ich habe gesagt, wir brauchen eine tolle Haar-Trockenshampoo. Und jetzt nehme ich immer meine Hände, alle Finger, gehe so durch und dann massiere ich mir das so ein, als würde ich mir die Haare shampoonieren. Und das einmal überall. Und dadurch haben wir halt einfach ganz, ganz viel Volumen und diese Frische wieder reinbekommen. Das Volumen war wohl das Wichtigste, glaube ich, an diesem ganzen Dutt, den ich da gemacht habe. So, ich versuche das jetzt mal. Ich habe einfach hier diese Strähne genommen. Das Ding ist, ich habe das einfach aus dem Stehgreif gemacht. Ich habe nichts gemacht, geplant oder so. Ne? So sieht es halt meistens am besten aus. Ich habe einfach so eine Strähne genommen, ich habe die so nach hinten gelegt und dann habe ich angefangen, die hier so festzustecken. Also nehmt euch Bobbypins in eure Haarfarbe und steckt das Ganze dann so fest wie möglich fest. Und dann habe ich hier auch eine Strähne genommen und das auch so daneben geklemmt. So, jetzt hätten wir die Basis geschaffen einmal und dann könnt ihr noch gucken, wenn ihr hier noch so strähnige Dinge habt, einfach nochmal mit den Fingern durch. Ja, und dann könnt ihr euch die ganzen Strähnen, die ihr halt raushaben wollt, irgendwie rausziehen und das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu viel. Davon werde ich einfach die Hälfte nochmal nach hinten stecken. Ich habe bei der Frisur auch sehr, sehr viele Bobbypins genommen. Also am besten, wenn ihr das nachmachen wollt, dann am besten setzt ihr euch davor und lässt das Video laufen. Ich glaube, so klappt es am besten. Und dann? So, ich habe mir dann die Haare so zusammengenommen, zu so einem Kaktus, nein, zu so einem Pferdeschwanz und habe dann die Haare so nach vorne gedrückt, seht ihr das? Und dann mir so ein bisschen die Strähnen rausgeholt und dann habe ich das Ganze zu einem Dutt gedreht. Und dann ein Haargummi genommen, in dem Fall ein Invisibobble oder egal was für eins. Und habe das dann so drum gelegt, aber so drunter, dass es nicht mehr sichtbar ist, weil wir jetzt die Haare so drauflegen. Und dann nehmen wir unsere Bobbypins und fangen an, das so festzustecken. Ich lege die immer in einem X, dann halten sie nämlich am besten und am längsten. Ja. Dann könnt ihr irgendwann halt noch an den Spiegel gehen und gucken, wie die Strähnen so liegen. Und dann habt ihr die Frisur eigentlich schon fertig. Also es ist wirklich nichts Weltbewegendes oder so. Es ist ganz, ganz easy. Deswegen einfach nur viel Rumprobiererei. Mehr ist es wirklich nicht. So ihr Lieben, ich würde sagen, das war es auch schon mit der Frisur. Also es ist wirklich ein ganz kurzes, hoffe ich, Video. Und ich hoffe auch, dass ihr das verstanden habt, wie ich das gesagt habe. Also wirklich, ihr müsst einfach ganz, ganz viel Trockenshampoo reinmachen. Am besten in ungewaschene Haare. Also ich musste mir auf jeden Fall heute waschen. Deswegen überbrücke ich so den Tag noch damit bis zum Abend.
aber ich bekomme einfach das allermeiste Volumen durch dieses Trockenshampoo. Wir können auch noch Volumenspray mit reingeben oder Volumenpuder und dann halt richtig schön einmassieren in den Kopf rein. Und ihr seht, dass ich dann hier vorne halt auch mega Volumen hatte, wo vorhin meine Haare einfach nur platt da lagen. Und dann einfach das hier so ein bisschen festmachen und das Ganze mit zu so einem Dutt und dann, ja, ist die Frisur auch schon fertig. Und ja, ich würde sagen, das war es auch schon mit diesem Video, mein Standardspruch. Und dann dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Bis bald. Tschüss.